Hallöchen, Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge vom Indie Saturday. Jeden zweiten Samstag zeige ich euch ein Indie-Spiel, das ihr vielleicht noch nicht kennt, aber ich meistens mit viel Spaß habe. Und heute zeige ich euch Sands of Salzar. Das hieß wohl mal Desert Legend, zumindest sagt mir das der Spiele-Launcher, die Exe-Datei. Deswegen vielleicht kennt ihr das unter dem Namen. Ich habe das vor ein paar Wochen auf Keymailer, das ist so eine Seite für YouTuber, wo man sich Keys quasi holen kann, gefunden und sah ganz interessant aus, weil es gerade zu dem Zeitpunkt auch zu meinem Vorlieben gepasst hat. Denn es spielt sich letztendlich wie Mount & Blade 2 oder generell wie Mount & Blade, nur in einer ganz anderen abgefahrenen Welt. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal eine neue Story an. Ich habe nämlich keinen funktionierenden Speicherstand mehr. Und ja, gucken wir einfach mal rein. Charaktererstellung und sowas machen wir relativ zügig durch. Aber immerhin, das Intro können wir uns mal angucken. They have returned. There was a war 20 years ago. That war took my father, my mother, my homeland, everything. The black sun rose in the sky, heralding destruction. You've protected mankind for a thousand years. Who am I to judge? But it all started with you. Now, I will be the one to finish it. So, jetzt wissen wir, um was es geht. Nee, eigentlich wissen wir tatsächlich überhaupt nicht, worum es geht, weil ich finde dieses Intro total nichtssagend. Und das wird, by the way, auch zumindest laut meinem letzten Stand das einzige vertonte Gespräch gewesen sein, das wir in dem Spiel hören. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Und zwar müssen wir erstmal eine Klasse wählen, weil in diesem Spiel haben wir immer einen Helden, den wir selbst spielen. Wir haben auch natürlich dann irgendwann Truppen, aber wir haben vor allem erstmal einen Helden. Und die können halt alle unterschiedliche Dinge. Ich nehme jetzt einfach mal irgendwas, wo ich mir denke, es könnte cool sein. Ein Zauberer. Knight Errant. Blade Dancer. Das hört sich doch gut an. Ich muss tatsächlich sagen, der Skilltree ist total ausufernd. Interessanterweise ist auch für jede Klasse, glaube ich, zumindest teilweise anderer Skilltree. Ich habe meine eigenen Spiele habe ich vor allem mit Magiern gespielt. Die sehen tatsächlich ein bisschen anders aus, die Skilltrees. Finde ich also auf jeden Fall ganz cool. Wir können jetzt 65 Legacy-Punkte verteilen, indem wir die alle einfach anhaken. Ich gebe jetzt einfach mal querbeet aus. Also das waren jetzt zwei Skills, die ich mir geholt habe. Die Punktekosten stehen ja mal unten drunter. Troop Limit erhöhen wir mal. Und damit sind wir durch. Sehr schön. Jetzt können wir uns tatsächlich noch einen Charakter erstellen. Das ist quasi die Standard-Tante. Ich werde da jetzt nicht großartig was verändern, glaube ich. Komm, man könnte sogar noch einen Mann einstellen. Aber komm, bleiben wir bei der Dame dabei. Polizina. Richtig guter Name. So, und jetzt wie bei Mount & Blade im Prinzip auch, müssen wir noch quasi feststellen oder festlegen, auf was für eine Schwierigkeit wir spielen. Und ich würde sagen, wir machen den Real Mode aus, weil sonst können wir keine Drachen und sowas oder rekrutieren. Und das fände ich schade, weil da geht ein bisschen was vom Spiel auch verloren. Und ja,
You are a free roamer who has traveled every corner of the desert lands, leaving behind a trail of legends in your wake. A new journey summons you. Also wir sind kein unbeschriebenes Blatt in dieser Welt, sondern man kennt uns schon. Wir haben ganz tolle Sachen erledigt. You're in the Merchant's Camp, nestled inside a valley, beyond da. Ja. Ach, das ist ja interessant. Anscheinend ist es auch davon abhängig, was für eine Klasse wir spielen, was für eine Story es gibt, weil normalerweise laufen wir hier mit unserer Schwester rum, wenn man mit dem normalen Magier anfängt. Aber das ist ja witzig, das wusste ich nicht. Und finde ich zugleich schon mal cool. You're new here, alright. Maybe I can answer some questions. Nein, es interessiert mich alles nicht. Ich will kämpfen eigentlich. Ist auch geil, dass da so eine Truppe einfach rumsteht. You hear faint calls for help, carried by the wind. Warum mache ich überhaupt einen schottischen Akzent nach? Macht überhaupt keinen Sinn. The wind gets stronger and the sound becomes clearer after a while you finally get to see the owner of the voice. It's a middle-aged man dressed in ragged cloths. Ja, wobei, cloth ist es auch, cloth ist wieder Stoff. Current old stuff. He grasps a masked woman's hand and runs desperately, bla bla bla. Und er wird von humanoiden Monstern verfolgt und er möchte, dass wir ihm helfen. So. Bla bla bla. Also, wir helfen dem Guten. Und wir kämpfen gegen Ifritz. Ifritz kenne ich tatsächlich nur aus Heroes of Might and Magic. Habe ich dort kennengelernt. Aber ist ja tatsächlich eine, naja, Fabelfigur, wie auch immer man sowas nennt. So. Easy. Also den hätte er auch alleine schaffen können. vor allem den hier treffen wir später wieder und da werden wir erfahren, dass er es drauf hat. Aber gut. Thank you for your help. May I ask the name of my benefactor? Polizin, ne? My name is Malak. I'm a scholar. He points to the masked woman. She's Isra, an orphan I picked up in Twin Luna Valley. She was interested in my studies, so I took her with me. Oh, das ist eine ganz schüchterne. Ich muss tatsächlich sagen, die Charaktere finde ich ziemlich cool gezeichnet. Ich frage mich nur, ob die tatsächlich selbst gezeichnet haben. Aber gut. Ah, in an age of war, it seems like a useless profession. No, I'm studying the history of this land. Not the old empire or the Makina age, but something very obscure. As long as you are okay. These monsters appeared after the black sun rose in the sky. They appear human, but they even have human faces because their bodies are covered in flame. We call them Ifrit. Warum haben die dich angegriffen? If you're lucky, you'll never encounter one. Ifrit are violent by nature. They especially like to attack humans, human mages in particular. This kind of weak Ifrit isn't even self-aware, but it's said more powerful Ifrit are smarter than a human. Though I don't know if that's true or not. Bla bla bla. Ich überspringe das jetzt alles mal, weil interessiert uns im Prinzip. Eigentlich ist das total irrelevant. Und ich will mal kurz was gucken. Gibt es das Spiel eigentlich auf Deutsch? Also mir ist das ja relativ bums. Ich verstehe es ja. Aber ich weiß... Ah, nee, ich könnte euch noch Chinesisch anbieten. Ich glaube, damit ist es aber nicht so gut. So, wir entscheiden uns jetzt erstmal, wo gehen wir als erstes hin. Weil das war jetzt quasi nur mal so der Startbereich. Wir gehen jetzt einfach nach Redstone Valley. Das ist so der empfohlene Anfangsbereich. Ich möchte heute zumindest ein bisschen was von den Mechaniken zeigen. Überall, wo es hier blinkt, kann man irgendwas suchen, irgendwas finden. Und ich warte eigentlich darauf, dass ich irgendwo eine Waffe finde, aber... Aber ich muss tatsächlich sagen, ich finde den Zeichenstil ganz cool, aber auf der... Ich finde, der nutzt sich mega schnell ab. So, wir können ja mal mit einem von den Quaken... Was hat der Chief denn von diesem Ort hier zu sagen? We have some restless youths that want to leave no matter what we tell them, but the world after the Battle of the Black Sun, we all know what it's like. Können wir die vielleicht mitnehmen? They snuck out last night and we're worried. Can we trust you to bring them back?
Ja, und was kriege ich dafür? Gar nichts. Okay, die sagen mir gar nicht, was ich bekomme. Naja, wurscht. Wir haben unsere erste Quest angenommen. Das Problem ist tatsächlich ein bisschen, dass man eigentlich nicht so genau weiß, wo man hin muss. Das System ist ein bisschen Panne, muss ich sagen. Also hier, das ist die Weltkarte. Wir sind, keine Ahnung, weiß ich nicht. Und da merkt man halt, dass das Spiel halt eigentlich noch in einem super frühen Stadium ist, meiner Meinung nach. Deswegen bin ich gespannt, was da. Okay, was da noch so passiert. Aber wir sind angeblich ja schon in der Version 0.8. irgendwas. Und das ist so eine Sache, wo ich sage, sieht jetzt vielleicht nicht unbedingt so aus, als sind wir tatsächlich schon so weit. Ach, guck mal. Die wollen nicht mitkommen, wir sollen ihnen Geld geben. Ich habe zwar ein bisschen Geld, aber ich gebe euch jetzt mein Geld nicht dafür aus. Die hauen wir zum Klump. Okay, ich überlege es mir jetzt mal anders. Alter, das war eine saudoofe Idee. Ich kann leider. Ah, doch. Ach, siehst du mal. Ich kann schon doch den einen oder anderen. Skill benutzen, aber ich kann es jetzt nicht einfach so benutzen. Die sind echt stark, glaube ich. Okay, und das interessiert die überhaupt nicht. Also was heißt, die sind echt stark? Ich bin einfach richtig kacke. Ich glaube, ich werde jetzt sterben. Was bedeutet das jetzt? So, tricky, Wow. Gleich mal direkt die erste Quest verkackt. Ich bin ja richtig stolz auf mich. You failed your quest to retrieve the villager. Da kann ich jetzt aber auch nichts dran ändern. Ach, guck mal. Und jetzt muss ich da wieder hochlatschen. Das ist ja frech. Warte mal kurz. Hier unten ist doch dieses Lager. Habt ihr vielleicht Waffen für mich? Ja, bla bla. Would you like to buy a Battle and Wolf Club? Bitte. Es gibt nämlich auch Pets und wir haben natürlich auch die Möglichkeit, Truppen zu rekrutieren. Deswegen gucken wir gleich mal, ob es da irgendwo eine Möglichkeit gibt. Ach, guck mal, ey. Wir haben ja sogar ein Schwert. Warum benutze ich das denn nicht? Wow, ich habe sogar eine Rüstung. Jetzt nehmen wir das Zeug erstmal. Jetzt steigen wir nämlich gerade drei Skillpunkte auf. Ja, die Stadt hier vorher, ihr wusst nicht. Nee. Skills. Wie ist denn das hier? Kann ich das jetzt hier freischalten? Jupp, das kann ich freischalten. So, dann haben wir nämlich sowas schon mal. Und das hier schalten wir auch frei. Und das hier schalten wir auch frei. Sehr schön. Gucken dann einfach während der Runde, was das bringt. Ja, hätte ich mal vorher die Waffe aktiviert, ne? Wäre vielleicht gerade nicht gestorben. Oh, gut. Gut. Habt ihr vielleicht noch einen Job für mich? Nein. Die mögen uns wahrscheinlich eh nicht mehr. Gut, gucken wir mal, ob wir irgendwo die Möglichkeit finden, ein bisschen was an Truppen zu rekrutieren. Das Spiel ist halt tatsächlich wirklich aufgebaut wie Mount & Blade. Ihr müsst also
selbst. Ja, quasi eure Beschäftigung finden. Das ist halt einfach so bei solchen Spielen. Alter, die sind auch ziemlich stark. Es gefällt mir gerade irgendwie gar nicht, was hier so passiert. Aber so spielt man das tatsächlich am Anfang. Also wenn man noch keine Truppen hat, das ist halt immer diese Hit-and-Run-Geschichte. So, und jetzt habe ich schon keine Mana mehr. Es fühlt sich zwar nach und nach wieder, dauert aber eine Weile. So, ein Hammer. Das Kampfsystem erinnert so ein bisschen an solche Action-Rollenspiele wie Diablo und sowas. Hier so eine Ausweichrolle kannst du machen und solche Geschichten. Ist aber jetzt nicht die hohe Kunst des Kampfsystems. Kommt schon. Uiuiuiui. Irgendwie sowas wie einen Heiltrank hatte ich, glaube ich, nicht dabei. Das ist immer ein bisschen nervig, wenn man gegen so eine große Übermacht antritt. Gerade mit den Skills ist das eigentlich kein Problem. Nur es dauert eine Weile, bis man die dann fertig gemacht hat. Weil man möchte sie eigentlich immer alle auf einem Punkt stehen haben. Und dann halt mit Splash Damage reinzugehen. Schade. Naja, wurscht. Es gibt eigentlich in diesem Spiel keine großartigen Konsequenzen, nenne ich es mal. Ich glaube, man verliert immer ein bisschen Geld. Mehr ist es aber, glaube ich, nicht. Komm, was haben wir denn hier? Some wandering apprentices have gathered here. Would you like to recruit a squadron? Auf jeden Fall. Okay, was habe ich nicht? Verdammt, ich habe keine Jade. Nein. Weil den. Ja, gut, und Holz habe ich auch keins. Die Frage ist, wo kriege ich das jetzt auf die Schnelle her, ne? Gut, ich glaube, ich wandere hier erstmal ein bisschen rum. Das hier ist wieder. Ist das wieder ein Gefängnis? Ja, gut, hier brauche ich nicht reingehen. Es steht ja immer quasi dabei, welches Level man haben sollte. Ich bin ja momentan noch Level 1 und meine Main Quest ist sowieso gerade Level 3 zu erreichen. Deswegen brauche ich mich mit solchen Leuten überhaupt nicht anlegen. Guck mal, da hinten ist eine Truppe. Der rote Punkt. Vielleicht können wir den rüber. Ach, guck mal. Ein Farmer Squadron. Wie viel sind das? Ja, das ist machbar. Easy. Sehr gut. Haben wir sogar ein bisschen Wood bekommen und bin ein Level aufgestiegen. Sehr schön. Ja, solche Gegner könnte ich jetzt häufiger gebrauchen, weil dann geht es relativ schnell. Am Anfang levelt man echt schnell in dem Spiel. Das ist ganz cool. Und die Welt finde ich eigentlich auch nicht schlecht, weil irgendwie so ein paar Sachen gibt es halt immer wieder. Zum Beispiel, was sind das für Drachenviecher, die hier rumliegen? Warum sind die da? Was ist hier passiert? Ich weiß aber halt tatsächlich nicht, ob es da in irgendeiner Form eine Lore gibt oder so, dass man das auch irgendwie noch rausfinden kann. Ich glaube es fast nicht. Ach, guck mal. Ja, ich habe noch nicht von euch gehört. Und ich gebe euch bestimmt nicht mein Hab und Gut. Kann er vergessen.
Aber ich bin halt gespannt, ob man noch irgendwas zu dieser Lore erfahren wird. Ich glaube es fast nicht, ehrlich gesagt. Lasst mich bloß in Ruhe, Leute. Aber meine Wölfe, die machen schon einen ordentlichen Job. So. Wir haben ein Messer bekommen. Bisschen Geld, bisschen Erz. Aber so richtig glücklich bin ich damit nicht. Habe ich irgendwas, was ich essen könnte, um mich zu heilen? Aber das Rage-Elixier. Das können wir mal reinpacken. Okay, der ein Dagger ist ungefähr genauso gut wie mein Schwert. Toll. Habe ich ein richtig tolles Schwert anscheinend dabei. Guck mal, das ist doch nur ein Billo-Bandit. Ach guck mal, damit kann ich mich teleportieren, ne? Oh, die ist auch nicht schlecht. Ist halt ein bisschen blöd, dass manche Sachen auch noch überhaupt nicht übersetzt sind. Da waren ja jetzt gerade zum Beispiel über dieser Fähigkeit das chinesische Schriftzeichen. Mein Chinesisch ist jetzt nicht so gut, muss ich gestehen. Weiß nicht, wie das bei euch aussieht. Aber da ist ja auch kein Mega-Budget jetzt hinter dem Spiel, glaube ich. Also ich glaube, ich hatte auch irgendwo mal gelesen, dass sie das irgendwie mit der Community übersetzen, sowas in die Richtung. Was meistens nicht so verkehrt ist. Aber dauert halt. Ach, komm schon. Kämpfen wir halt gegen die. Nein, ich werde euch nichts von meinem wertvollen Zeug geben. Außerdem habe ich zwei Wölfe dabei. Die machen euch fertig. Okay, das geht immer nur gegen einen Gegner. Alter, das ist eine böse Fertigkeit. Wenn man die ordentlich vertrimmt, rennen die übrigens auch irgendwann weg, was ich auch ganz interessant finde. Aber sie können nicht aus der Schlacht fliehen. Die rennen nur hier auf dieser Map. So. Wir haben uns jetzt zumindest schon mal ein bisschen was erarbeitet. Gucken wir mal. Was das hier ist. As soon as approached the tent with Uta spilling out from its doors, several dogs begin barking and a few rather muscular men rush out glaring at you with malintent. Ich klaue mir den jetzt euch. Mal gucken, wie viel es sind. Oh. Das ist schon mal schwieriger. Und ich glaube, ich sterbe gleich. Uiuiui. Also ich glaube, ich kann die schon killen. Aber ich glaube, ich werde gleich sterben. Jupp. Ah, verdammt. Die waren echt stark. Was bedeutet das jetzt? Muss ich jetzt wieder irgendwo... Ah, ne. Gut, ich habe einfach nur auf die Schnauze bekommen. Bla 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 bla. Help me reclaim my Uta and I'll make sure that you're handsomely rewarded. Ja, ja, komm. Der hat mir jetzt eine Rüstung gegeben. Ist die irgendwie... Okay, die ist deutlich besser, aber ich kann sie noch nicht benutzen, verdammt. Gut, aber das hier merken wir uns mal. Ich weiß zwar noch nicht, wie ich mir das merken will, aber wir versuchen es einfach. Muss halt einfach nur ein bisschen stärker noch werden. Da. Die Frage ist, wo kriege ich denn jetzt Leute her rekrutiert? Ich glaube, das geht nur in Ortschaften. Okay, also die Desert Brotherhood hat jetzt gecheckt,
dass sie so nicht gegen mich anstinken können. Deswegen werden sie es jetzt demnächst lassen. Okay, was ist das jetzt? There is a fire at Cotter Town that is constantly being kept lit by the townspeople. It's your turn today, a town official says to a man in ragged clothing. Please, sir, I can't afford coal and oil, and trees around here are almost all gone. One of the officials' guard kicked the man in the stomach before he could finish his sentence. Oops. Teach the official and his guard a lesson. Wahrscheinlich nicht, das werde ich nicht überleben. Ich gebe dem Mann ein bisschen Holz und dafür ist er mir für immer dankbar. Also im Holz hatten wir gerade halbwegs genug. Das ist schon okay. Ich gehe jetzt mal hier in die Ortschaft rein, in der Hoffnung, dass ich hier ein paar Leute rekrutieren kann. Ich glaube, ich muss zu dem hier. I want to hire some help. Ja, das hört sich gut an. Ein paar Schwertmänners. So, das hätten wir. Und da können wir jetzt kurz in die Party reingucken. Jetzt haben wir 8 von diesen Typen. Und ich weiß tatsächlich nicht, ob es da irgendwie großartig eine Begrenzung gibt. Plus 1, wie mache ich denn das? Wobei, komm. Plus 1 auf Rampage. Wir können ja hier diese Plätze auffüllen mit Leuten, aber die hier können wir zum Beispiel auch besser machen. Ich glaube, es werden aber tatsächlich nicht mehr. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber wir können uns halt nach und nach eine ordentliche Armee aufbauen, was eine ziemlich coole Sache eigentlich ist. Und die Mechanik funktioniert auch erstaunlich gut. Allerdings ist das insgesamt ein bisschen wenig, um dauerhaft bei Stange zu halten. Also ich habe das jetzt schon ein paar Stündchen habe ich das gespielt, weil ich es eigentlich ganz interessant finde. Allerdings ist es gar nicht mal so einfach, das Spiel. Und auf Dauer wird es irgendwie eintönig. Ist letztendlich dasselbe Phänomen wie bei Mount & Blade, weil da ist es ja tatsächlich auch so, dass es eigentlich eine ziemlich coole Geschichte ist, aber so auf Dauer wird es ein bisschen öde. Sehr schön. Ich glaube, ich habe nicht mal Männer verloren. Und wir sind ordentlich aufgestiegen wahrscheinlich. You beat back the dogs and the bodyguards who ran away with their leader. Their Uta is ours, is yours. Nice. Ist nicht euer Ernst. 20 Uta, also das ist ja die Währung. Ich habe gerade über 350 dafür ausgegeben, um ein paar Leute zu holen, um das hier einzusammeln. Seems legit. Und ihr seht, hier laufen halt überall mal so kleine Armeen rum. Das sind häufig auch unterschiedliche Fraktionen. Ach, guck mal. Suddenly you hear someone calling you. The weariness in the person's voice sounds familiar. You don't remember me, my benefactor. It's me, Malak. The Malak you saved from the Ifrit. You haven't forgotten his this troubled scholar. He puts away his old tomes and turns to take your hand. My benefactor, I finally found you. Oh mein Gott, was will er denn jetzt von mir haben? Was brauchst du? I'm in desperate need of your help. You must know how powerful the Ifrit are. They have recently begun to attack humans in groups. If rumors are true, the most powerful Ifrit are nearly indistinguishable from humans. Also Menschen können sie nicht töten, except for some superficial differences, oder? Indistinguishable, unauslöschbar. They have their own language, intelligence and powerful magic. They evolve and adapt quickly too. If this continues, humans will be unable to defeat them. So, und was soll ich jetzt machen? I found a secret base for the Ifrit. They seem to be planning some shameful conspiracy. The Pahoeho Lava Void to the south of a Redstone Keep is where I shall wait for you. Only you can prevent disaster, Hero. Mhm. Alles klar. Ja. Wie gesagt, es ist ja so, dass wir nicht komplett unbekannt sind.
Und deswegen, ja, kam der wahrscheinlich jetzt wieder zu uns. Und aus gutem Grund. Stärke-Elixier, brauche alles nicht. Und so können wir uns halt auch Respekt verschaffen, indem wir die Leute vertreiben. Irgendwann hören die halt auf, uns auf den Sack zu gehen. Was sehr praktisch ist. Was ich tatsächlich noch nicht rausgefunden habe, weil ich mich tatsächlich immer nur in einem Gebiet aufgehalten habe, ob es sowas wie so ein Fraktionssystem oder so gibt. Das habe ich nämlich nicht herausfinden können bisher. Aber ich gehe mal fast davon aus. So. Kann ich die irgendwie... Ach guck mal, im Westen gibt es eine Bande von Ifrit. Ich wollte den eigentlich nur mal ein bisschen befragen. Das klappt ja ganz gut. So. Ich glaube, wir gehen mal ein bisschen in den Westen. Ich will gucken, ob wir die finden können. Leider kann man die Karte meiner Meinung nach nicht so hundertprozentig gut lesen. Also es gibt, klar, es gibt hier immer solche Wege, aber wo man zum Beispiel auf Plateaus oder sowas laufen kann, das finde ich, kann man nicht so gut erkennen. So. Wir gehen nochmal zum Mercenary Captain und holen uns mal ein bisschen Hilfe, vielleicht hat er was. Mountain Poacher. Ja gut, die sind halt normalerweise nicht so toll. Aber egal. So, und was kann diese... Ach, guck mal, die ist sogar vertont. Aber halt auf Chinesisch. Hi, what do you want? About the Dagon, give a gift. Ach so, ach genau, man kann sich auch Leuten an den Hals werfen, glaube ich. Komm, wir geben den Gift. Oh, I just love the stars in the sky. Could you bring me, bring one to me? What I actually want is to conquer the entire world. Okay. Okay, wir haben, glaube ich, nichts, was wir hier geben könnten. Do you feel strongly about someone or something? Nein, nicht wirklich. About the Dagon. What would you like to know about the Dagon? I want to join the Dagon. Ich vermute mal, dass das eine Fraktion ist. I'm sorry, but frankly, we cannot trust you to join our ranks at this stage. Wie kann ich eure Vertrauen gewinnen? It's simple. The more you help us, the more we can trust you. What would you like to know? Okay, und wie mache ich das? Kann ich euch irgendwie helfen? Princess Belen has been constantly provoking me lately. I hope there's someone who can teach him a lesson. I heard Princess Belen has been staying near Kibui Keep, southwest, lately. I'm willing to pay 408 Zoltuta. Das hört sich doch gut an. So. Upsi, upsi. Dann gucken wir mal auf die Karte. Upsa. Auf die Karte drauf. Wo sind wir? Ich habe keine Ahnung, wo wir hier auf dieser Karte sind. Es gibt keinen verdammten Marker. Ah doch, da ist der Marker. Wow. Der ist ja richtig groß hier. Wo müssen wir hin? Ja, nice, ne? Steht genau drin, wo wir hin müssen. Ach, das ist tatsächlich etwas, was mich super mega doll stört, weil man kriegt nicht so wirklich angezeigt, wo man hin muss. Das suckt ein bisschen. Naja, promoten wir erstmal unseren Wolf. Ach, guck mal, und Talents können wir jetzt auch endlich mal investieren. Die steigern halt letztendlich einfach nur die... Also, es ist halt so verschiedene Werte. Und ich würde sagen, wir machen... Leadership Squad Capacity erhöhen wir mal ein bisschen. Was das bedeutet, ist, glaube ich, dass wir hier dann mehr Leute haben können. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher.
Irgendwie war das. Ich weiß es noch nicht mehr. So, kurz nochmal die Quests rein. Also sie hat ja auch irgendwas von Südwesten geschwafelt, die Dame. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal in den Südwesten. In der Hoffnung, dass wir da was finden. Okay, wir kommen hier nicht weiter. Kurz mal auf die Karte lunsen. Da müssen wir vielleicht hin. Das heißt, wir müssen den Weg wieder zurücklatschen. Nach unten und dann nach links. Also ich finde das Spiel eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Das Problem ist noch, es ist halt echt noch ungeschliffen. Und ich weiß halt nicht, ob die das innerhalb von ein paar Versionen so hinkriegen, dass das halt wirklich voll die runde Sache wird. Ich glaube es nämlich nicht. Wie gesagt, wir sind hier in der Version 0.8, also bis zur Release-Version ist es nicht mehr weit, klar. Die Unterteilungen sind auch recht kleinteilig gewesen. Oh nee, da gehe ich nicht rein. Level 12 ist ein bisschen heftig. Ja, die Unterteilung von den Patch-Leveln war immer recht klein, allerdings, ja, weiß ich halt nicht, ob das trotzdem sinnvoll ist, da jetzt schon so eine frühe Version oder so eine späte Version eigentlich drauf zu schreiben. Ich bin gespannt. Ich werde es tatsächlich im Auge behalten, weil ich es eigentlich ganz cool finde, weil es auch mal ein bisschen Abwechslung ist. Das hat mir nämlich tatsächlich so ein bisschen gefehlt bei Mountain Blade. Einfach so ein bisschen Skill-Geschichten. Die gab es da nämlich einfach nicht. Und hier gibt es das halt. Das finde ich ziemlich cool. Macht nämlich auch einfach mehr Spaß. Ach scheiße, ich darf hier ja gar nicht mit den Leuten rein, ne? Ah, verdammt, hier darf ich ja gar nicht meine Armee reinmachen. Das ist quasi, das ist wie die Ambushes in Mountain Blade. Da kann ich auch nur ohne meine Armee rein. Ich finde das so dämlich. Ah. Ja, gut. Oryx Warrior. You discover a warrior standing dump truck before an Oryx battle standard. The Oryx tribe were ganged up on and defeated by all other tribes during the fall of the old empire for harboring Princess Elydia. The warrior refuses to believe the fate of the fallen Oryx and still longs to reinstate their once glorious name. Komm, wir sind nett zu ihm. Ich hoffe nämlich einfach. Toll. Ich hatte gehofft, dass er mit mir kommt und für mich kämpft. Aber gut, dann halt nicht. So. I'm sorry, I can't help you, says a woman in a white robe to a man whose skin is filled with blisters. The rules of society are clear. I've been assigned to Nazir and I cannot use healing magic without permission. The man is clearly half mad with pain. His white robed sorceress may be his last hope. Come, helf ihm doch. You ask the sorceress what is going on. She tells you that she's a healer from the White Rose Society. Almost every healing wizard in the land belongs to the White Rose Society and they are bound by the society's rules to not provide healing services without orders from the society or the tribe that they serve. Alter, was ist das denn für eine blöde Regel? She would help if she could, but like her peers, she is marked with the society's brand and the Society will find out if he used magic without authorization. Was ist das denn für eine Gestapo-Scheiß? help me, the man grasps at the corner of her skirt, staining the white cloth, diesmal ist richtig, with blood and pus. I'm so sorry, the sorceress runs away, sobbing and leaving the man to roll on the ground in agony. Ja. Ne? Toll. Hier können wir noch ein paar Leute rekrutieren.
Nimm mal mit. Und hast du vielleicht eine Quest? Okay, wir sollen mal wieder Leute holen. Ja. Und diesmal können wir sie verkloppen einfach. Guck mal, da sind sie doch. Leute, kommt mal wieder nach Hause. Ach nee, guck mal, die wollten direkt wieder mit heimkommen, das ist ja nett. Dann ihr bitte auch. Okay, die wollen sich ja gar nicht wehren, was ist denn mit denen los? Ach, guck mal. Euch muss ich am Schlawittchen heimschleifen. Have fun. Ihr seht, die Armee wächst. Es gibt natürlich auch Fernkämpfer in dem Spiel, aber da habe ich jetzt natürlich jetzt gerade keine davon. Aber brauche ich auch nicht. Ja gut, dann tragen wir die halt in Stücken nach Hause. Ist ja auch okay, habe ich gehört. Sehr schön. Jetzt kann ich nämlich wieder zurückgehen und kann mir eine Belohnung abholen. Yay! Und ich bin trustworthy, habe ich gerade bekommen. Als Achievement. Sauber. Ja. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch ein ganz guter Punkt, um hier mal Schluss zu machen. Also ihr seht, das ist halt so ein typisches Spiel, wo man sich selbst seine Storys machen muss, wo man sich selbst um das kümmern muss, was man tun möchte. Das ist nicht jedem sein Ding, aber bei Mountain Blade zum Beispiel hat es mir sehr viel Spaß gemacht. Habe ich auch privat noch sehr viel gespielt, außerhalb meines Let's Plays. Aber man muss es halt mögen. Deswegen, wenn ihr da Bock drauf habt, schaut bei Sands of Salsa mal rein. Ist aber halt noch sehr unrund, sage ich einfach mal. Also es funktioniert. Ich hatte, glaube ich, noch nie Bugs großartig. Man kann das potenziell auch im Multiplayer zusammenspielen. Ich hatte das mit Lukas mal ausprobiert. Da hat es nicht so hundertprozentig gut funktioniert. Das ist aber auch jetzt schon eine ganze Weile her. Wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, mal eine Demo oder sowas zu spielen, ich glaube, es gibt sogar eine auf Steam, dann guckt es einfach mal an. Ob ich jetzt irgendwie großartig Geld für ausgeben würde, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich habe das kostenlos bekommen. Deswegen überlegt es euch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.